Dann würde ich gerne hier einmal die Tränke hinpacken, die wir alle so haben. Schließbecher. Wunderbaren Schließbecher. 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 Wunderbaren Schließbecher. 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 Wunderbaren Schließbecher. Man kann ja alles abschließen und die Sachen sind auf jeden Fall super, super sicher. Oh Mann. Sehr, sehr schön. So. Ich einmal kurz sämtliche Tränke mal hier reinfügen. Ich habe viel zu viele davon. Weiß gar nicht, wann ich die alle benutzen soll. Einmalige Gelegenheit, das Aussehen zu ändern. Bin wieder fast eingeschlafen eben. Ja, ich bei Elder Scrolls Online eben auch, deswegen habe ich jetzt schon mal eine halbe Stunde eher angefangen. Weil ich dachte, das passt dann doch ganz gut. Jetzt hier ist ein bisschen spannender. So, das ist soweit alles fertig. Das ist auch fertig. So, jetzt muss ich mir erstmal den Überblick verschaffen. Okay. Titan habe ich heute. Hauptquest. Einige andere ekelhafte Sachen. Ah, ich will nicht. Ich will einfach nicht. Ah ja, wo starte ich am besten? Ja, aber noch nicht so wirklich einen Plan. Wo muss ich da hin? Ach du Kacke, da muss ich in die komische Stadt. Da finde ich nie wieder hin. Okay, das finde ich. Da finde ich hin. Das ist kein Problem. Ist nicht leicht, grün zu sein. Irgendwie finde ich mein Outfit cool. Ich glaube, das war endlich meine Investition, die sich gelohnt hat. Ist ja doch groß. Ja, mega. Dann sieht aber auch echt mega schön aus. Dann ist halt wirklich so elegant, finde ich. Und Beiz ist so... Das darfst du bloß nicht in die kalte Region anziehen. Ich glaube, da würde ich mir den Arsch abfrieren. So, okay. Dann einmal. Also, der kann ich auch von hier aus starten, ne? Cap Bronzesee. Ich befürchte, dass das wieder in einer Ini endet, die ich richtig reinkomme. Weiß, ich müsste eigentlich Hauptquest machen. Das ist mir bewusst. Aber ich will nicht. Hauptquest endet in Lesen. Und ich will gerade nicht. Dabei schlafe ich ein. Solltest du aber, ich weiß. Mache ich heute auch noch. Du musst mich dazu nötigen, Luna. Unbedingt. Unbedingt. Ich weiß, dass es uns nichts wird. Ja, red schneller. Die falsche. Oh Gott. Jetzt habe ich Angst. Jetzt habe ich Angst. Jetzt habe ich ganz gewaltig Angst. Oh. Gut, ich mache einmal das hier und dann. Danach mache ich die Hauptquest. Ja, klar. Je nachdem, wie lange das dauert. Wenn ich dafür Ewigkeiten brauche, dann mache ich auf jeden Fall Hauptquest. Kann ich dann ja nebenher wunderbar erledigen. Tachchen. Ja, Palast des Wanderers schwer. Okay.
Wo ist das nochmal? Da nicht. Da auch nicht. Verlass des Wanderers. Brauche ich eh wieder Jahre für. Gut, Hauptquest. Karte. Finsterwald. Okay. Da verzichte ich. Alles gut, alles gut. Ist ein Vorwand, dass ich währenddessen die Hauptquest machen kann. Wenn ich warten muss. Guck mal, bei FF14 bin ich dann direkt schon wieder wacher. Dachchen. Ja. Wir bringen Neuigkeiten. Ich will nochmal das geile Mokri-Lied hören. Das habe ich mir übrigens den halben Morgen angehört. Und gestern Nacht auch nochmal. Mein Freundescode eingibt. Okay. Codes. Ich habe von sowas überhaupt keine Ahnung. Du kannst leider nicht mehr. Nicht? Du findest bestimmt noch jemanden. Denk mal, ich würde hier auch hoffentlich noch eine große Auswahl geben. Ansonsten, wenn Kaya schon, dann wäre das ja cool, aber Kaya ist leider noch nicht so weit. Und auch gerade nicht da. Das erkläre ich dir gleich, wie es geht. Jo, gerne. Gerne. So. Dann lesen wir mal und hoffen, dass wir nicht einschlafen. Wie du das schon kannst, ob du es kannst. Jo, klar, gerne. Ja, nee. Wir lernen nicht wieder was dazu. Schadet auch nicht. Und selbst wenn es nicht geht, dann weiß ich, wie es gehen könnte. So, willkommen zurück. Die freudige Nachricht hat mich schon erreicht. So ist es dir also gelungen, den Mokri-König zu bezwingen. Ja, und ich möchte Mokri nochmal besiegen am liebsten. Wir sind alle zutiefst erleichtert. Ich will nochmal zum Mokri. Sagt mir nur eines. Als erfahrene Bekämpferin der Prima, hattest du das Gefühl, gegen ein Wesen zu kämpfen, das den Göttern der Stämme ähnelt? Oder war es ein gewöhnlicher Gegner dieser Welt? Es war ein riesiger, flauschiger Mokri, gegen den ich kämpfen will, aber auch nicht kämpfen will. Denn es ist noch nicht ausgestanden. So ein süßer Flauschiger, ja, mit Bommeln, mit Leuchtebommeln. Ganz viele Leuchtebomben und Krötchen. Das war so niedlich. Mit meinem Lieblings-Soundtrack jetzt. Volltreffer, Papadimo. Die Messungen waren also korrekt. Es war ein Primae. Oder ein Primae-ähnlicher, nicht Primae, genau. Was? Stör mich nicht beim Denken, Ida. Du hast dir diese Frage sicher auch gestellt. Wir konnten die Mokris wissen, wie eine Beschwörung funktioniert. Freilich, Kristalle und das innige Gebet der Gläubigen. Doch das sind nur die Eckpfeiler der Zeremonie. Die Energie. Schock des Lebens. Die energetische Struktur des Ablaufs ist weit komplexer. Ich habe da so einen Verdacht. Nun, dann lass es mich aussprechen, was ihr alle denkt. Die Asukians müssen hinter diesen obskuren Machenschaften stecken. Wie ein Schritt, der die Welt im Chaos näher bringen soll. Asukians, das muss es sein, Kubo. Die Mokri-Garde hat einmal mit einem maskierten Mann zu tun gehabt. Die Asukians tragen doch Masken. Verflixt und zugenäht. Wenn der nicht die Quelle ihres Wissens war, womöglich auch derjenige, der sie erst auf die unselige Idee gebracht hat. Ja, es Ich kann auch einfach Beep einfügen mittlerweile.
Mach einfach Mimimil. Oder ich sag immer nur Kupo, Kupo. Genau, für Wörter, die ich nicht kann, setze ich einfach Kupo ein. Ey, das ist eine Idee. Ist ja nicht jedes zweite Wort, aber passt. Irgendwo jeder zweite Name. Wörter kann ich ja. Solange das Dunkel nicht besiegt ist, das so viel Leid in diese Welt bringt, wird auch unser Kampf gegen die Primäre kein Ende finden. Oh Gott, wird das lustig im ersten Addon? Ja, oder? Ey, ich mach das jetzt echt so. Ich setze einfach nur noch für die Wörter, die ich nicht, die Namen, die ich nicht kann, einfach Kupo ein. Dann hört sich das irgendwann nur noch Kupo und die Kupus, Kupus und Kupo, Kupo, Kupo und Kupo. Ach ja, und dann war da noch der Kupo, ne? Das wird lustig. Wir machen einfach eine Comedy-Show draus. Danke dir für deine aufrichtige Einschätzung. Die Bruderschaft wird auf der Hut bleiben müssen. Ja, und der Bund der Morgenröte natürlich auch. Wir werden alles tun, was wir können. Es freut mich zu hören. Was eure Anfrage nach Unterstützung betrifft, so wird ihr mit allem versorgt werden, was euer Bund in Geisterzoll benötigt. Seid ohne Sorge. Oh, vielen Dank, älteste Saatseherin. Die freudige Nachricht müssen wir sofort Minfeiam übermitteln. Ernsthaft? Möchtest du das nicht übernehmen? Nein, möchte ich nicht. Sie brennt sich ja auch darauf, die Einzelheiten über die Primae-Beschwörung zu erfahren. Nein, will ich nicht. Fragt mich auch mal einer, ob ich das möchte. Hallo, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht zu der guten Dame hin. Nein, einfach nur nein. Ich habe nein gesagt. Yep, kannst du machen. Kannst du machen? Ich hoffe, dass es funktioniert. Ich habe dich zu den nur für Mods hinzugefügt. Also da kannst du reinkommen. Ja, es funktioniert. Ja. Sehr gut. Tachchen. Hi. So. Bin soweit. Also, du gehst auf Escape. Mhm. Dann auf die offiziellen Webseiten. Mhm. Dann der Lodestone. Dann hast du rechts oben ungefähr so einen ganz kleinen stehenden Wookie-Station. Oh, ja, warte. Wo ist... Da! Gefunden. Ich blinder Vogel. Dann wirst du jetzt schon hier kommen, dich einzuloggen. Mhm. Da lass ich einmal rein. Mhm. Hab ich? Bist du soweit? Ja. Okay. Dann, dein Account. Yep. Unter Codes einlösen, steht da Einladungscode oder Rekrutierungscode eingeben. Oh. Warte, Code einlösen. Gegenstandscodes. Gutzugangscodes. Da steht nur Gegenstands- und Frühzugangscode. Mhm. Jo, dann kannst du es nicht mehr. Okay. Es ist halt, wenn du einmal schon deinen Account aufgeladen hast, um weiterspielen zu können, dann kannst du es nicht mehr machen. Ah, okay. Aber ich wüsste, wie es funktioniert. Das ist ja schon mal was. Oh, Endwalker zu früher Zugriff. Ich will. Mhm, hab ich. Ich will. Gebt es mir. Gebt es mir. Okay. Leider funktioniert das Telepathie und so weiter nicht. Warte. Ich dachte, man kommt dran ohne. Gebt es mir. Ja, genau. Ich will es doch haben. Ich will doch das Addon. Ich weiß gar nicht, wie viel das momentan kostet. Hast du eigentlich über Steam gekauft oder über Final Fantasy selbst? Über Steam.
Warte mal. Oh. Das ist die ganze. Aha. So, bitte einmal weiter. Ja, ja, ich bin über 18. 34,99. Ah, stimmt. 34,99. You. Oh, Collectors 50. Mich verarschen. Hab ich. Wollt mich verarschen. Ja, okay. Wir sparen auf die Collectors Edition. Ich sehe gerade bei Steam meine Spielzeit. Echt? 2700 Stunden. Oh, okay, da kommen wir noch nicht hin. Wie viel habe ich? 136 Stunden. Oh. Süß. Warte mal, man kann ja nicht mal 20 Slave Playtime. 112 Tage, 0 Stunden, 48 Minuten. Selbst so viel Zeit. Ach ja, gut, die Indie dauert sowieso noch. Abgeben, ach ja. Brief. Ich hasse Mintpilier. nee, ich mag die echt nicht. Da frage ich mich schon wieder, wo ist Daddel? Daddel und seine Mintpilier. Na, Mikrofonarm, jetzt bleib unten. Mein Mikrofon ist zu leicht für meinen Mikrofonarm. Echt? Ja, der kann 2 Kilogramm heben. Mein Mikrofon wiegt, glaube ich, 200 Gramm. Ich hab dich mal auf Anhieb entdeckt. Gerade wieder. Kaya ist wieder da. Hi, Kaya. Ich bin mal gespannt, wie lange ich diesmal auf meinen Emote warten darf. Auf den neuen. Beim letzten Mal waren es fast 48 Stunden. Ist doch nett. Ja, für die ersten Emotes waren es nicht, weil es nicht mehr eine Stunde. Die ich damals eingestellt habe. Das ging relativ schnell. Aber scheinbar wollte Twitch den Wein-Emote nicht. Wahrscheinlich haben sie vorher erstmal überlegt, oh, darf man das überhaupt? Alle anderen haben es, aber darf man das? Fast eingepennt. Ach, Kaya. Also wirklich, wie kann man einpennen? Bin zwar halb am Einpennen, aber... Ach so, dann gebe ich den Quatsch mal ab. Du musst erst Stunde sein, bevor du den Wein-Emote bekommen hast. Dann hätte ich den ja nie kriegen dürfen. Rein theoretisch. So, Minfilia, ich komme. Ich eile. Schließfächer, wunderbare Schließfächer, 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 ja. Schließfächer, sehr geil. Wunderbare Schließfächer, Schließfächer, super, super sicher. Schließfächer. Man kann ja alles abschließen und die Sachen sind auf jeden Fall super, super sicher. Oh, wir haben Kaya heute auch schon wieder heute Vormittag geärgert. Mit sich Audioaufnahmen. Eine davon kenne ich. Ja, stimmt, eine kennst du. Hab extra nur, damit ich mir die anhören kann, den PC angemacht. Sehr gut, sehr gut. Teilweise war das echt gut. Ja, aber nur teilweise. Der Rest war Qual. Der Chatverlauf war dann irgendwann echt witzig. Kaya mit den Nerven am Ende. Irgendwann auch nur noch no, 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 no. Der Teufel liegt im Detail teilweise. Ja.
Ich hasse Lesen. Minfilia, das war doch ihre Stimme. Holt euch Synchronspeicher bitte. Ich gebe euch auch das Geld dafür. 2 € pro Mann. Oh, da liegt sie. Am Boden. Ja. Hörst du? Nein, schade. Ich bin in Ordnung. Uff, talalalala. Aber Bayern-Mucke ist auch cool. Bayern-Mucke kann auch abgehen. Also, Frisches und ich, wir finden das toll. So lustig. Vor allem er hat es ausgesucht, Kaya. Er, nicht wir. Nicht ich. Ich war diesmal unschuldig. Komplett. Ja, ich konnte nur mitsingen. Ich kann doch nichts dafür, wenn ich die Sachen mitsingen kann. Das heißt ja nicht, dass ich sie nicht ausgesucht habe. Und das letzte Stück? Mögest du auch im Sonnenstein über uns wachen? Wir werden dein Andenken stets in höchsten Ehren halten. In der Tat, wirklich ein Jammer, dass ich den Weisen nicht vor seinem Ableben treffen konnte. Dass ihr das toll fandet. Es war mega toll. Was willst du hier, Kupo? Haha, das kommt gut. Ich setze das wirklich ein. Minfilia, das Mädchen mit der Gabe des Transzendierens. Ich komme nicht als Feind. Nicht als Feind? Dass du es auch nur wagst, so eine freche Lüge in den Mund zu nehmen. Ihr wolltet mich doch vereinnahmen. So wie ihr es mit Tancred getan habt. Ist das ein Weihnachtsmann-Emote? Nicht doch. Du bist im Unrecht, wenn du alle unsere Art auf eine Stufe stellst. Ich komme nicht, um euch zu schaden. Ihr habt aber doch... Nicht wir. Ein einziger aus unseren Reihen, dessen Methoden ich im Übrigen in keiner Weise für angebracht befinde. Dass ihr sein irres Treiben gemäßigt habt, war recht unbillig. Er selbst war allerdings zutiefst gekränkt darüber. Ja gut, ich muss warten. Gekränkt. Wir haben La Haberia aber doch getötet. Minfilia, ich hätte gehofft, dass du ein wenig mehr Verständnis für unsere Art gewonnen hättest. Wir sind nicht eingebunden in den Zyklus von Werden und Vergehen. Wir sterben nicht, auch wenn der dunkle Kristall zerbricht, der unser Wesen zwischenzeitlich bündelt. Sind wir doch nicht ausgelöscht. Ich glaube, das geht gleich ganz gewaltig in die Hose. Aber... Melde gehorsamst. Alles ist bereit zum Aufbruch mit Filia. Was ist denn? Du bist ja so bleich, als ob du einen Geist gesehen hättest. Du solltest mal ein bisschen ausspannen. Nein, nein, mach dir keine Sorge. Ich kümmere mich um alles. Wunderst du dich, warum sie mich nicht sehen kann? Es liegt daran, dass ihr die Möglichkeit nicht eingegeben wurde, eine Existenz wie die meine zu erkennen. Aber Tataru weiß doch auch, dass es euch gibt. Warum? Tut sie das? Die Gefäße, die wir nutzen, um körperhaft zu existieren, sind immer andere. Sie sieht mich nicht, weil sie mich nicht in dieser Form erwartet. Wir beharren nicht auf einer bestimmten Art des Körpers. So sind wir einmal geisterhaft und schattenlos, ein anderes Mal erscheinen wir exakt so, wie das Sterbliche gewesen ist, als ihm der freie Wille noch gegeben war. Und oft sind wir kompakt zu dunkelvioletten Kristallen komprimiert. Verstehst du nun, warum die Geschichte so selten von uns spricht? Wir existieren nicht für euch. Wo wir dennoch existieren? Im Schatten, ungesehen. Aber das kann nicht sein. Wir haben doch herausgefunden, dass die dunklen Kristalle... Ach, die Kristalle. Alles nur ein Spiel. Gleichwohl die, denen die Kraft des Transzendierens gegeben ist, widerstehen unseren Einfluss. Ein Moment
der Unachtsamkeit auf unserer Seite und sie vermögen, unsere Maskerade zu durchschauen. Du lügst. Wo war denn diese Gabe, als La Haberea mitten unter uns gewesen ist? Du hast das Potenzial der Gabe noch nicht ausgeschöpft. Hast du sie dir erst erschlossen, so wirst du sehen, wie du den unseren gleichst. Euch gleichen? Sei ohne Furcht, ich bin nicht euer Feind. Im letzten verfolgen wir dasselbe Ziel. Verbindet uns derselbe Geist. Hörst du, Menfilia, wir sind nicht euer Feind und euch zu töten ist nicht meine Absicht. Nur um das zu sagen, bin ich hergekommen. Warte, was für ein Ziel? Bleib hier! Lauf, Faust, lauf! Ich sage euch, wir müssen uns noch näher mit dem Transzendierenden befassen. Die letzte Nova hat sie auch überstanden, wenn sie nur erst ihre ganze Stärke erkennt. Du hast es gesehen, ja? Nun liegt sie wieder da, ja. Sie liegt immer gern am Boden. Er sagte, dass er nicht unser Feind sei. Dass er mich nicht töten wolle. Memphilia, ist alles in Ordnung? Ich habe dir doch gesagt, dass du dich ausruhen sollst. Dir ist sicher schwindelig geworden bei all der Arbeit. Soll ich dir einen Tee machen, ja? Du musst etwas für mich tun. Nimm mit Baldesions Gelehrten Kontakt auf und bitte sie um die Genehmigung, ihre Schriften einzusehen. Die Schriften im inneren Archiv. Ihr wart nachlässig. Wir müssen noch mehr über sie in Erfahrung bringen. Ich hasse dieses Wort. Dann hast du eine Begegnung mit einem dieser Diener der Dunkelheit. Die Bohnen Schott. Wahrscheinlich. Er könnte jetzt überall sein. Versuch ihn zu finden. Er hatte eine Robe an. Ganz viel La Haberea, aber in weiß. Tataru, der Tee. Memphilia braucht jetzt dringend eine Stärkung. Ich werde in der Nähe bleiben. Was ist jetzt bitte mit dem Lesen? Ja? Bitte? Ja! Wunderbar. Wo geht's jetzt hin? Lies so gerne, ja, aber nicht diese Texte. Also diese Texte nun wirklich nicht. Gibt so Sachen, die liest man gerne. Dann gibt es Sachen, die liest man nicht gerne. Noch irgendwas? Lebe der König. Ich kann den deswegen hier nochmal machen. Pack angenommen. Die Reparatur, bitte einmal alles reparieren. Jetzt mal schauen. Ob ich den Weg finde. Jetzt muss ich aber mal gucken. Ich muss mich jetzt aber wieder nur anmelden. Einmal neu anmelden. Nicht wissen, wo ich hin muss. Wo? Ah!
Hi. Oh. Ah, die Abenteurerin. Oh. Na? Ah, oh, ich will nicht mehr lesen. Das tut ich nicht mehr. Nun, das war wohl zu einfach. Lass uns doch ein kleines Spiel veranstalten. Versuch mich zu verfolgen, während meine Gehilfen dich ein bisschen an Atem halten. Och komm, sind wir in der Grundschule oder was? Ich weine nicht. Bin genervt, müde. Aber nur vom Lesen. Alles andere ist in Ordnung. Würde meine Zeit ungern mit jemandem geringeren als der Kriegerin des Lichts verschwenden. Lass uns sehen, ob du geeignet bist. Natürlich bin ich geeignet. Was wollt ihr von mir? Darf ich mein Pferd benutzen? Oh, wahrscheinlich muss ich kämpfen, oder? Ja. Ich hab's befürchtet. Bei Impilein. Stimmt, meinen Wein habe ich ja noch. Zur nächsten Pause genehmige ich mir wahrscheinlich mal ein Schlückchen. Ja, Kaya. Ist klar. Ich mag die Mode einfach. Das freut mich. So sollte es ja auch sein, dass ihr den Emote mögt. So, warte mal. Zwei Gargoyles. Jetzt denn? Da hinten. Diese Viecher sind sowas von eklig. Ob diese Lachkröten auch lachen? Genau wie die Kicherkröte. Ich hab Luna gefunden. Hallo. Ich weiß genau, wo du bist. Aha. Du kannst dich nicht verstecken. Aber stecke ich mich das nächste Mal besser. Ja, dann sehe ich dich dann wahrscheinlich gar nicht mehr. Ganz geschützt auf dem Felsen, genau. Wäre ich jetzt auch gerne. Alter, Kröte, du bist ein bisschen im Weg, weißt du das? Ja klar, jetzt nimmst du deinen fetten Hintern weg.
bist du blöd. So. Törchen. Hat dir unser Spiel denn nicht gefallen? Immerhin scheinst du es wirklich zu sein. Diejenige, die den Meister der Dunklen aufhalten konnte. Ich liebe diesen Bogen. Aber der Mokri-Bogen war schöner. Wie ich schon deine Anführung gesagt habe, ich habe nicht vor, gegen euch zu kämpfen. Ich wollte mich nur selbst von deiner Stärke überzeugen. Da Rea hat unter den Kupus einen besonderen Rang inne. Als einer von euch, und mag es auch jemand sein, der vom Urkristall gesegnet ist, sich einem dunklen Fürsten entgegenstellen könnte und lebend, ja siegreich aus dem Kampf hervorginge. Und wieder lesen, ja. Ja, wie gesagt, ich für Wörter, die ich nicht aussprechen kann, dass sie einfach Kupo anders passt. Nun, Trägerin des Kristalls, du musst es inzwischen doch spüren, dass Eidolins Macht immer schwächer wird. Du musst sie aus dir strömen lassen. Nein, dein wahres Wesen zurückerlangen. Alles muss in den Urzustand zurückkehren. Dieser Planet, Eosea, ihr Sterblichen, alles. Ich bin nicht wie das Gefolge der dunklen Fürsten. Ich will die Ordnung herstellen, euch auf den richtigen Weg führen. Der Name, den ich mir wehte, ist... Ach du Scheiße. Illidibus? Das klingt eher wie eine gewisse Spielzeugmarke. Ich verbinde den wahren Gott mit den Wahrhaftigen dieser Welt. Ich bin ihr Fürsprecher. In wenigen Worten lässt sich nicht sagen, was ich dir sagen will. Lass uns alles ein andermal besprechen. Ja, genau. Hust, hust. Das trifft's ganz gut. Also die Cola hat nicht so ansatzweise so eine Wirkung. Wie Energy. Kröte, dein fetter Arsch ist immer noch im Weg. Danke. Wie nie mehr. Oh, Münfidia, ihr wollt wieder verkohlen. Hui. So, warte. Karte. Oh, fährt die Laufgalopp. Gott, wie toll finde ich, dass ich fliegen kann. Ich spare Zeit. Nur Fliegen ist schöner, ja. Fliegen ist wirklich schöner. Ja, bitte einmal betreten. Nur lass mich raten, ich darf nochmal lesen. Geh hierhin, geh dorthin. Könnt ihr euch mal entscheiden? Will nicht mehr. Lasst mich irgendwas plattwalzen. Irgendwas vernichten, kaputt machen, töten. Oh je. Hörst du mich? Minfidia hier. Ja, wer auch sonst. Wenn du mit... wer auch immer gesprochen hast, dann ist deine letzte Aufgabe hier in diesen Mauern erfüllt. So oft habe ich dich hierher zurückbeordert, um mir Bericht zu erstatten. Mir ist, als ginge ein langes Kapitel zu Ende. Ja. Kannst du nun bitte
in unser neu bezogenes Hauptquartier kommen, in den Sonnenstein, in den Geisterzoll. Der Teleport geht auf mich. Ja, das hoffe ich auch. Lass mich hier weg, ich will hier nie wieder hin.